Ja, aufgrund eines Kommentares aus einem der letzten Videos, wo es hieß, Mensch, kannst du nicht mal alle Änderungen aufführen in einem Video, die du an dem Elektro-Trike gemacht hast? Und ja, aufgrund dessen mache ich jetzt mal dieses Video und ja, wir gehen das einfach mal durch, was alles an dem Teil verändert wurde. Allerdings kommt mir jetzt gerade, das ist gar nicht so einfach. Wo fangen wir denn an? Ja, dann fangen wir doch einfach mal im Innenraum an. Ich versuche das mal möglichst kurz zu halten, ohne groß in die Details zu gehen. Ja, Innenraum, da haben wir auf jeden Fall hier schon mal einen neuen gefederten Sitz bekommen. Heißt, alte Sitzbank rausgeflogen, neuer Sitz rein. Daneben an ist hier so eine Armlehne aus dem Autozubehör. Darunter ist ein Kasten, wo der Ersatzakku sitzt. Ja, ansonsten hatte ich mir halt die komplette Elektrik jetzt anders gelegt. Also alles läuft jetzt über eine Aufbaubatterie, die hier vorne sitzt. Darüber läuft die gesamte 12-Volt-Anlage, die wiederum hier ein- und ausgeschaltet werden kann über den Schalter. Ja, und so ist halt der Fahrakku wirklich nur zum Fahren da und alles andere wird über diese Aufbaubatterie betrieben. Hier hinten an der Rückwand befindet sich jetzt noch ein Spannungswandler, der mir aus den 12 Volt 220 Volt auch mal abgeben kann. Das Ganze, ja, 300 Watt Dauerleistung, 600 Watt Peakleistung hat das Ding. Das reicht vollkommen aus, um zum Beispiel auch mal mit dem Ladegerät für den Fahrakku, ja, direkt mit 220 Volt über diese Batterie hier, ja, in den Fahrakku zu laden. Dann haben wir hier noch das Bedienelement für die Dieselheizung, ja, und Temperaturanzeige hinten für das Akkufach. Da der Originaltacho nicht anständig geht, hat das Ding einen GPS-Tacho da oben drauf bekommen. Ja, und zusätzlich halt noch da in der Ecke ein USB-Verteiler. Den habe ich hier auch nochmal. Ja, Handyhalter und eine CB-Funke. Ach, und dabei kommt mir gerade, dass ich doch letztes Mal gefragt wurde, wie denn die Untersetzung funktioniert bei dem Teil. Das hatte ich zwar schon mal gezeigt, aber wenn wir hier jetzt schon mal bei sind, kann ich das ja hier eben noch mal zeigen. Ja, stimmt, hier sehen wir noch meinen Solarregler, der den Fahrakku lädt. Und hier haben wir den Solarregler, der ausschließlich die Aufbaubatterie lädt. So, aber wir waren bei der Untersetzung. Das ist genau dieser Hebel hier. Ja, und da wurde halt auch gefragt, wie das Ganze funktioniert, wo das sitzt, wie das geht. Ja, da haben wir hier diesen Hebel, den machen wir nach vorne. Und schon hätten wir jetzt den kleinen Gang drin. Machen wir das Ganze wieder zurück, haben wir wieder den großen Gang drin. Das Ganze muss allerdings im Stillstand passieren, ja, weil man sich sonst hinten das Getriebe zerschießen würde. Ja, das war es im Groben, was es zum Innenraum zu sagen gibt. Ja, das war jetzt runtergerattert und da denkt man, naja, ist ja okay. So dolle ist das ja nicht, aber das waren viele Stunden Arbeit, alleine mit den ganzen, ja, mit den ganzen Kabeln und so, Cockpit musste heraus und. Na gut, aber jetzt kommen wir mal zu dem, was hier außen passiert ist. Fangen wir einfach vorne direkt an. Also, wir haben auf jeden Fall einen Dachträger, habe ich mir gebaut, aus Aluminiumresten, die ich noch vom Fahrradwohnwagenbau hatte. Auf diesen Grundträger sind dann Solarplatten draufgekommen und hier vorne ein anständiges Fernlicht. Naja, und dass man auch mal gehört werden möchte, ne, ist auch klar. Und darum gab es hier natürlich eine dezente Hupe noch mit dazu. Ich könnte die jetzt gerne noch mal vorführen, aber das mache ich hier jetzt nicht, weil gegenüber ist ein Kuhstall und ich glaube, wenn ich hier jetzt einmal hupe, geben die nur noch saure Milch. Ansonsten gibt es natürlich über diese ganzen Änderungen und Umbauereien gibt es natürlich auch separate Videos. Schaut einfach mal in die Playlist rein zum Mikrocamper und dann werdet ihr da schon fündig. Ja, und eine große Änderung war natürlich, dass die Originalladefläche runtergeflogen ist und hier aus Anhängerboden halt, ja, eine neue Ladefläche geschaffen wurde, wo ich die Wohnkabine anständig draufschieben konnte. Ansonsten wurden hinten halt original Rückleuchten übernommen. Hier sind noch Stromanschlüsse für die Wohnkabine, dass die dann halt auch das Fahrlicht hinten dran hat, also Bremslicht und normales Licht. Das kann man dann darüber anschließen. Das Teil hat große Radläufe bekommen vom PKW-Anhänger, ja, damit es sich nicht mehr so zusaut wie in der Vergangenheit, wie man sehen kann. Und bevor wir jetzt zur auffälligsten Änderung kommen, ja, das mit dem Dachzelt mit Solar drauf,
Da nochmal eben zur Technik. Also technisch hat sich lediglich geändert, dass der Originalakku getauscht wurde gegen ein Lithium-Eisenphosphat. Der Originalakku hatte ja, glaube ich, 58 Amperestunden, aber waren halt normale, ja, Bleibatterien, und die haben einen gerade mal, ja, so 35 bis 40 Kilometer gebracht, je nach Gelände natürlich. Und das war mir nicht ausreichend. Und dann hatte ich ja experimentiert mit anderen Akkus, und letztendlich habe ich mir selber einen Akku gebaut, halt, ja, einen Lithium-Eisenphosphat mit 105 Amperestunden, und vorne den Reserve-Akku, den habe ich nochmal mit 40 Amperestunden. Das heißt, ich bin jetzt mit 145 Amperestunden unterwegs. Ja, und das sollte rein rechnerisch oder theoretisch jetzt bei milderen Temperaturen, sollte mich das eigentlich 130 bis 140 Kilometer weit bringen. Das Ganze ist noch nicht einmal richtig komplett ausgetestet worden bei Normaltemperaturen. Das steht also noch an, wird auch noch kommen. Auch noch der Test mit Solar zusammen, wie weit mich das Ganze an einem sonnigen Tag dann wirklich bringt. Ja, die Dieselheizung hatte ich ja schon erwähnt im Innenraum. Da sehen wir hier vorne an der Kante, sehen wir auch den Luftschlauch, der dann vorne die Kabine heizt. Ja, das war es soweit eigentlich an technischen Sachen. Kann jetzt auch sein, dass ich was vergessen habe, so in der Eile. Was meinst du, habe ich was vergessen oder habe ich an alles gedacht? Hm? Sag du mal deine Meinung. An alles gedacht? Du sprichst immer so wenig, ne? Na gut, ja, und wesentliche Änderung ist natürlich jetzt auch das Dachzelt da drauf. Das haben ja viele von euch schon gesehen in den Videos jetzt. Ja, da habe ich einfach mit ein paar Kanthölzern, mit kleinen, ja, Aufbau gebaut, sage ich mal, wo ich dann originale Dachträger vom Auto mir halt drauf befestigen kann. Das Ganze, ja, ist mit Spanngurten gesichert und zusätzlich den Haltern, die ich mir mal gebaut hatte für die Wohnkabine, so dass das Ganze noch als Ladung durchgeht und dementsprechend keine feste Verbindung zum Fahrzeug darstellt. Dementsprechend dürfte das auch regelkonform sein. Naja, und für die, die es noch nicht gesehen haben, da klappe ich das Ding jetzt einfach mal auf. Die Gurte hatte ich schon gelöst. So, und da klappt es sich schon an einer Seite hoch. Und jetzt geben wir ihm hier noch einen Schubs. Und schon unter ein bisschen Knarren. Ich glaube, hier muss mal Öl dran. Die Seite ist das, die knarrt. Ja. Stellt sich das ganze Zelt halt hin. Ja, und im aufgeklappten Zustand sieht das Ganze dann so aus. Hier haben wir unseren Eingang mit einem kleinen Vordach. Beziehungsweise den Eingang könnten wir auch auf der anderen Seite schaffen. Da haben wir das gleiche nochmal. Wir haben auch hier nochmal Fenster oder Lüftungen zu beiden Seiten. Ja, und an sich haben wir hier 1,30 Meter, meine ich, Liegefläche. Naja, und da kann man schon drin aushalten, ne? Oben können wir noch ein bisschen Gepäck lassen oder unsere Klamotten, wie auch immer. Naja, und auf jeden Fall ist das auch eine schöne und, ich sag mal, leichte Variante für dieses Gefährt, ja, damit mal eine Nacht zu verbringen oder auch mehrere. Und ich finde, optisch kann sich das Ganze sowieso sehen lassen, weil ich finde, das macht sich so richtig gut mit dem Dachzelt. Vor allen Dingen auch, weil es jetzt auch eine schöne Ebene oben ergibt, so als Dach. Das war zwar gar nicht so geplant, aber rein zufällig passt das wirklich von der Höhe auch richtig gut. Nein, also ich bin ganz ehrlich, die Kabine, die ich gebaut hatte, die ja jetzt da hinten steht, die hat viel Arbeit gemacht und ist echt komfortabel. Aber das gefällt mir im Moment wirklich immer, immer mehr. Ja, diese Leichtigkeit alleine, ne? Man hat kaum Gewicht hinten drauf. Das Dachzelt wiegt 50 Kilo um den Dreh. Und im Prinzip hast du dann ja trotzdem alles dabei, was du brauchst. Ja, und seht es mir bitte nach, wenn ich jetzt vielleicht das eine oder andere vergessen habe. Mit Sicherheit habe ich irgendwas vergessen bei so viel Umbauerei an dem Teil. Aber ich denke, im Groben habe ich jetzt alles erwischt. Vielleicht hätte ich mir vorher mal einen Zettel machen sollen. Aber ich denke mal, einen groben Überblick habt ihr jetzt bekommen, dass da schon, ja, so ein paar Stunden Arbeit reingegangen sind. Und das Ganze ist ja noch nicht am Ende. Das Ganze, deswegen nenne ich es ja auch Projekt. Ja, man arbeitet daran, man probiert aus. Das kann sich alles noch ändern. Ja, das kann man halt vorher nie sagen, wo der Weg wirklich hingeht. Also so ist das bei mir. Ein Projekt startet und dann mache ich keinen Plan, wo das hingehen soll genau, sondern ich probiere aus, mache und tue. Und naja, so ist das halt. Und dementsprechend, ja, kann sich halt alles noch verändern an dem Teil. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende.
Und somit bleibt mir wieder nichts mehr zu sagen, außer ciao.